I'm in the zoo with the lions and apes and bears. You probably won't make it there. One of the odds that they say they will smoke with me. You don't wanna take it there. And these niggas be hating, this shit here is like a disease. I'm glad that I came prepared. I'm the worst case in there. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin heute in Kirberg und hier sind die Kunterbund Trails. Wirklich ein sehr, sehr geiler Spot vom Lars Bauer gebaut. Die haben hier eigentlich fast alles. Ein paar Trails, eine große Dirtline und hier sogar ein Airbag, der ganz neu ist. Ein bisschen problematisch, ist wirklich sehr, sehr nass. Da vorne die große Line ist gar nicht fahrbar, die ist einfach komplett unter Wasser. Die Trails sind auch sehr, sehr matschig. Der Airbag sollte gut fahrbar sein und die Trails sind auch fahrbar. Heute teste ich einfach meine neuen Teilteile aus. Die sehen nicht nur anders aus, sondern auch die ganze Geometrie ist komplett anders. Und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich auf dem Airbag ein paar Sachen probieren. Wird ein entspanntes Video werden. Nur wie immer fahre ich mich erstmal warm, deswegen erstmal ganz entspannt cruisen. Irgendwas ist gerade locker. Ich schaue ich mal an. Ich glaube, das ist die Gabel. So, jetzt ist wieder alles festgezogen. Jetzt geht es weiter. Wie schon gesagt habe, ich habe neue Teile und es wird schon jetzt anders. Hätte ich nie gedacht, dass es so einen krassen Unterschied macht. Barspins gehen auf jeden Fall deutlich besser, weil ich jetzt einen kürzeren Power habe. Und der Lenker ist ein bisschen länger wie vorher. Das Problem, ich bin immer einen sehr kurzen Lenker gefahren. Ich bin 690 mm beim Canon Stitch, den Tony-Rahmen. Nicht so viel Platz hat. Ich habe den jetzt auf 700 gekürzt. Eigentlich auch sehr kurz gegen andere Fahrer, aber es geht einfach nicht anders. Aber es fährt trotzdem gut. Jetzt war ich so doof und bin durch die Pfütze gefahren und jetzt habe ich Slicks auf meinem Fahrrad. Und die Gabel ist komplett voll. Jawohl. Ja, ich finde den Titelsattel wirklich nice. Und ich muss mal betonen, er ist nicht gesponsert oder gestellt. Ich habe das selbst gekauft. Habe auch fast 80 Euro für Versand bezahlt. Das kam ein bisschen unerwartet. Weil 40 Euro Versand war schon heftig. Aber nochmal 40 Euro Zoll. Deswegen, falls was bei Titel bestellt aus Kanada direkt, macht euch darauf gefasst, dass ihr 80 Euro Versand zahlen müsst. So, jetzt haben wir bestimmt noch mal eine Stunde gebaut. Jetzt haben wir auch noch mal nass gemacht. War jetzt echt krass. Heute Morgen war alles komplett schlammig, dass man fast nicht fahren konnte. Und jetzt ist es schon wieder zu trocken. Und jo, jetzt machen wir noch mal schnell nass. Und dann können wir in die Session fahren. Deswegen, ich hab Bock. Let's go. Trick 17. Hier der Chicken-Taktik. Dürft ihr nicht anwenden, steht unter Patent. Ja, falls ihr es macht, müssen 10er an Lars zahlen. 15, wir sind teuer. Ah, 15, okay. Und let's go. Langsam. Ja, heute langsam besser. Ein Whoop 360 und Flip am Ende. Ah, schon wieder. Oh.
Ups. Ja, ja. Ist ein bisschen zu doll angedreht. Ich glaube, ich mache jetzt mal gar keine Tricks am Anfang und mache nur den 360 beim dritten Sprung. Ich denke immer, ich bin zu langsam. Jetzt simpel halten. Ups. Das war nix. Ja, irgendwie, ups. Anscheinend wollte das einfach nicht. Oh, gut, dass ich das Fahrrad festgehalten habe und erstmal um Rädern gelandet bin und einfach nur unten weggerutscht bin, weil es tut gar nicht weh. So, das war ärgerlich. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich zu kurz komme, was auch immer so war. Ich habe halt weggedrückt, um drüber zu kommen. Und jetzt habe ich einfach mal auf gut Glück den 360 angedreht und habe mir Casino angeschaut. Ich bin halt auf der Kante aufgekommen. Und wenn halt diese Rotation abrupt durch eine Kante, also es zu kurz kommen, irgendwie abgebremst wird, dann passiert es, dass man wie so zur Seite kippt. Und genau das ist mir passiert. Und ich habe mich extra entschlossen, auf dem Fahrrad zu bleiben und nicht abzuspringen. Und dadurch bin ich halt relativ leicht gefallen. Deswegen war eigentlich echt gut. So, jetzt machen wir nochmal einen Neck am zweiten Sprung. Und dann fahren wir gleich eher weg. So, okay, ich glaube, die Line kann ich sehen lassen und jetzt gehen wir mal zum Airbag. Leute, das ist schon fett. Lars hat mir gerade erzählt, das ist das Airbag aus La Poma in Barcelona. Und es ist schon riesig, also es ist echt krass, wo der Lars kommt. Oh, der macht zwei Kicker, einmal so ein, oh, der ist echt riesig, der Holzkicker. Und dann einmal so ein, auch einen ziemlich geilen Erdkicker. Sieht auch nice aus. Das ist auch ein Duo mit einem Enduro. Das heißt, man kann easy auch hier mit einem Enduro oder Downhill fahren. Man trickst ihn. Und die Jungs wollen einen Zehner dafür, dass man das Airbag fahren darf. Und verstehe ich auch komplett, weil die haben das selbst gekauft. Und das ist anscheinend sau teuer gewesen. Da ist ein Zehner eigentlich nichts für. Gerade weil der Generator verbraucht ja auch Sprit. Das kommt auch noch dazu. Oh. Ich war voll flat in der Landung vom Drop, deswegen habe ich den kleinen Kicker genommen, weil ich glaube, ich für den großen viel zu lahm gewesen wäre. Aber der geht schon mal gut. Oh. Ah. Oh. Oh. Hier. Bleh. Hat irgendjemand oder irgendwas hingemacht. Ich bin gerade irgendwie mit dem Vorderrad so hängen geblieben. Oh, jetzt bin ich voll durch die Kacke gefahren. Flips gehen echt gut. Ich mal schauen, ob ich da irgendwie eine Flip-Kombo machen kann, die entspannt ist. Alter. Ja, der ging eigentlich auch schön. Schauen wir mal, ob der noch weitergeht. Wenn nicht, dann ist er run. Oh.
fast unterdreht. Da hätte es eigentlich gepasst. So, let's go. Ja. Ab 5,60 muss man deutlich schneller fahren. Das ist krass. So, jetzt haben wir gerade leicht überdreht. Bisschen schneller, dafür weniger drehen. Und wenn es gut anfühlt, machen wir noch einen Turbogain, weil der sieht immer sehr geil aus. Alter, den habe ich so in die Höhe geboostet. Oh, Alter, das fühlt sich so krass an. Klingelingeling. Eine kurze Pause. Und da ich nicht still sitzen kann, mache ich eine kleine Street Session hier. Deswegen schauen wir mal, was wir im Flat machen können. Foot Jam 180, du Half Kipper. Die hat Bock. Ah, scheiße. Ah, Mist. So. Ups. Daneben. Aber die muss eigentlich drüber sein, ne? Nein. Ah, die kommt drunter. Okay, ich mach einen Frontflip. Ja, jetzt geht's. Der ist direkt auf dem Arsch. Nein. Oh, Alter, lass! Junge! Fast selbst auf Alter, Junge, ich bin gerade innerlich gestorben. Mach mal einen Backflip. Oh, der war ja so hässlich, aber ab nochmal hässlich. Also da war ja die Technik komplett verkackt. Oh.
Alter, was war das denn? Junge! Ich glaube, ich hau den jetzt einfach mal rein und lass mich überraschen, was passiert. Let's go. No half sense. Fertig! Fertig, fertig, fertig! Alter. Boah, die sind nass, Junge! So, jetzt haben wir alles zusammengepackt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Session. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dem Lars mal wieder zu fahren. Und einen neuen Airbag auszutesten, war wirklich sehr, sehr krass. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann könnt ihr sehr gerne abonnieren. Und dann verpasst ihr keine weiteren Vlogs. Und wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt oder was anderes sehen wollt, dann könnt ihr sehr gerne einen Kommentar da lassen.